Die Zeichen verdichten sich. Brüssel dürfte der britischen Premierministerin Theresa May einen weiteren Aufschub für den EU-Austritt ihres Landes gewähren. Unklar ist allerdings noch, wie lange. May hatte um eine Verschiebung von diesem Freitag auf den 30. Juni gebeten, um die Krise in Großbritannien zu überwinden. Der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, hat in einem Brief an die anderen 27 Mitgliedstaaten eine Verzögerung um maximal ein Jahr angeregt. Denn es gebe wenig Grund zu glauben, dass das britische Unterhaus das Austrittsabkommen bis Ende Juni ratifiziert haben wird. Das legten unsere bisherigen Erfahrungen sowie die tiefen Spaltungen innerhalb des Unterhauses nahe. Die Entscheidung soll am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs fallen. Trotz des demonstrativ herzlichen Empfangs für May in Paris und Berlin am Tag davor sind die Bedingungen offenbar eindeutig. Sollte London nach dem 22. Mai noch EU-Mitglied sein und dem Brexit-Vertrag vorher nicht zugestimmt haben, müssten die Briten an der Europawahl teilnehmen, so der Entwurf der Gipfelerklärung nach Medienberichten. Beim EU-Sondergipfel werde es um eine flexible Erweiterung des Austrittstermins gehen, hieß es aus der Umgebung von Angela Merkel.